Njail. Wer seid ihr? Woher kommt ihr? Seid ihr ein Dämon? Nein, seid ihr nicht. Ihr seid wie ich. Mein Glückwunsch, dass ihr es aus der Falle geschafft habt. Falle? Ja, und nun Falle? Aber natürlich, was ist mit meinen Gefährten? Sind sie ebenfalls hier gefangen? Ihr seid nicht allein hierher gekommen? In diesem Fall, ja, sie müssten auch hier gefangen sein. Der Dämon hält alles, was hierher kommt, in einem Traum gefangen. Er denkt, niemand könne ihn verlassen oder würde es auch nur versuchen. Ich dachte, ich wäre auch entkommen. Aber ich durchwandere diese leeren, grauen Räume schon ein Leben lang. Wie kamt ihr her? Wer seid ihr? Seid ihr in einem Magierzirkel? Okay. Reine Dummheit oder auch enormes Pech. Ich heiße übrigens Niall. Der ist doch im Schrank. Ich wollte den Zirkel retten, als ich dem Dämon der Trägheit begegnete. Eure Erfahrungen mit ihm verliefen sicher ähnlich. Ihr werdet den Zirkel wohl nicht retten können. Nein, Owain sprach von euch. Owain hat mir sehr geholfen. Das kann ich ihm nie im Leben vergelten. Die Litanei war unsere Waffe gegen die Herrschaft der Blutmagier. Aber es ist zu spät. Alle sind tot. Es besteht immer noch Hoffnung, oder nicht? Warum sind hier so viele Blutmagier? Die Herrschaft der Blutmagie... Ich weiß nicht. Sie müssen es insgeheim betrieben und sogar andere ausgebildet haben. Ich kannte diese Leute, vertraute ihnen. Die Litanei war unsere einzige Hoffnung zur Rettung des Zirkels. Aber jetzt, dieser Ort saugt einem alles ab. Hoffnung, Gefühle, das Leben. Okay, es ist nicht zu spät. Ganz sicher. Wir finden einen Weg hinaus, wenigstens lebt ihr noch. Nein, es gibt keinen Weg hier raus. Man denkt, es müsste einen geben. Aber das ist ein Irrtum. Seht ihr dieses Podest? Ich habe die Runen darauf studiert. Sie stehen für verschiedene Inseln im Reich des Dämons der Trägheit. Der Dämon der Trägheit selbst ist auf der Mittelinsel, aber man kann sie nicht erreichen. Die 5 Inseln um das Zentrum herum bilden eine Art Schutzkreis. Als mir das klar geworden ist, dachte ich, ich hätte etwas erreicht. Ich habe nacheinander jede der Inseln besucht und am Ende waren all meine Hoffnungen zerstört. Immer gibt es ein Hindernis. Ihr seht den Pfad, könnt aber nicht zu ihm gelangen. Ihr fühlt euch verhöhnt und werdet wütend. Können meine Gefährten auf einer anderen Insel sein? Erzählt mir etwas über den Schutzkreis. Hattet ihr nicht Hindernisse erwähnt? Was wisst ihr über den Dämon der Trägheit? Ich denke, ich werde mir dieses Podest einmal ansehen. Meine Gefährten? Ich weiß es nicht. Es gibt viele Träume. Ihr könntet einen Weg finden, sie über die Inseln zu erreichen. Wenn ihr Glück habt. Ich komme zurück. Erzählt mir etwas über den Schutzkreis. Oh. Ich weiß nicht viel darüber. Ich denke, der Dämon der Trägheit hat auf jeder der Inseln niedere Dämonen platziert. Ich habe sie gesehen. Sie nehmen unterschiedliche Formen an. Aber sie sind da. Sie zu besiegen könnte der einzige Weg sein, zum Dämon der Trägheit zu gelangen. Aber zuerst müsst ihr an sie herankommen. Ich konnte es nicht. Ich hatte zu viel Angst. Okay, ich komme zurück. Hattet ihr nicht Hindernisse erwähnt? Was wisst ihr über den Dämon der Trägheit? Fragen das viel. Wir sind nicht gerade Freunde. Dämonen haben eigene Hierarchien. Sie spielen ihr Spiel und die Sterblichen sind darin Pfänder oder sogar Verhandlungsgegenstände. Dem Dämon, der uns hier festhält, gehört vermutlich dieser ganze Abschnitt des Nichts. Er wird uns nicht einfach gehen lassen. Wenn überhaupt. So, ich habe hier gerade was gesehen und das ärgert mich jetzt gerade die ganze Zeit. Und keiner sagt mir was. Ich hatte die Dinge oben eingeschaltet gehabt. Ich hoffe, da verzeiht mir derjenige, der da nachher die Folge sieht. Ah, Mensch. Muss unbedingt unterschiedliche Sachen machen, sonst... Wenn wir zusammenarbeiten, können wir entkommen. Dann muss ich also den Dämon besiegen. Ein Versuch ist es wert. Ich warte jedenfalls nicht auf den Tod. Euch beeindruckt wohl gar nichts. Soll ich euch dafür bewundern oder bemitleiden? Ich komme zurück. Lasst euch nicht aufhalten. So, Podest ist nichts. Ich werde es tun. Tod ist nichts. Da. Haben wir auch noch irgendwie... komische Sachen.
Ich habe meine Konzentration verloren. So, da müssen wir hin, da gehen wir durch und dann gucken wir, wo wir hinkommen. Okay. Boom. Und ich brenne weiter. Danke, aber für mich ist es zu spät. Tötet Jevina, die Dämonin, die hier herrscht. Sie schützt ihren Meister, den Dämon der Trägheit. Dort ist eine Tür, die nur Dämonen sehen können. Der Schlüssel muss in einem anderen Reich sein. Nehmt meine Kraft, rettet diejenigen, die ebenfalls in Albträumen gefangen sind. Tötet die Dämonen, die den Dämon der Trägheit beschützen. Tut es für... Okay, jetzt Maus. Als Maus kannst du durch winzige Öffnungen kriechen und bestimmte Gebiete unbemerkt durchqueren. Oha, das habe ich echt voll vergessen. Da ist ein Mauseloch. So viele Sachen gab es hier. So, hier können wir gar nichts machen. Hier steht einfach nur rum. Gut, alles klar. Dann verwandeln wir uns mal in ein Mäuschen, ne? Ahaha, in eine Maus verwandelt. So, jetzt sollten wir uns aber wieder zurück verwandeln. Okay. Das ist schon erledigt. Mauseloch. Portal ins Nichts. Also das wäre jetzt beunruhigende Statue. Ja, die sieht wirklich sehr beunruhigend aus. Hinter der Schleier des Geistes Dämon. Verstohlenheit ist eine wertvolle Fähigkeit, die es dir erlaubt, verheerende Überraschungsangriffe auszuführen, Fallen zu stellen oder direkten Konfrontationen deinen Gegnern aus dem Weg zu gehen. Ist ja schön, das bringt mir nur nichts. Bla bla bla, wenn ich keine Verstohlenheit habe. Nein, der Zauber hat versagt. Hat noch nicht mal was getan, aber der Zauber hat versagt. So, hier ist ein Tor, ein Portal. Da haben wir noch ein Ding. Na toll. Da nehmen wir den Feuerblitz rein. Aber nichts anderes zu tun, außer Feuerblitze zu fangen. Erledigt. So, Portal ins Nichts. Portal ins Nichts, niederer Dämon. Oh ja. Ich werde euch so wegradieren, Jungs. Sowas von wegradieren. So, Lyrium Ader kann ich sowieso nichts mit anfangen. Sehr schön. Also muss ich jetzt immer Stück für durch die Portale durch. Und dann bin ich hier wieder. Irgendetwas ist geschehen, nicht wahr? Ihr seht ein wenig verändert aus. Ich bin zu einer Maus geworden. Was ist geschehen? Nichts, kümmert euch um euren Kram. Wirklich? Hat euch das weitergeholfen? Ja. Ich weiß, dass ich diese kleinen Löcher gesehen habe. Wart ihr klein genug, um dorthin durchzuschlüpfen? Ich dachte, ihr hättet aufgegeben. Warum seid ihr so aufgeregt? Ich weiß es nicht. Ihr seid viel mutiger als ich. Ich war mir so sicher, dass es unmöglich ist, irgendwo hinzukommen. Denkt ihr, ihr könntet lernen, andere Formen anzunehmen? Vielleicht könnte euch das helfen, an Orte zu kommen, die ansonsten unerreichbar wären. Ja, das probieren wir ja gleich. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir noch hinkommen. Oha, also wir sind in dem Bereich gelangt. Wir waren irgendwo anders. Und jetzt werden wir mal da hingehen. Nehmen wir so eine dunkle Brut. Gucken, was da passiert. Bin ich mal echt gespannt. Okay, da ist ein Mauseloch. Also da heißt es schon mal, dass wir so weitergehen könnten. Hier auf. Ziehen es. Ich weiß nicht, ob man dann auch die ganze Zeit im Kreis laufen kann oder sowas. Also. Ja, du kriegst es in die Fresse.
Oh ja. Der hat nicht nur in die Fresse gekriegt, so wie es aussah. Und. Und. Shatter-Shing. Er ist ja umgefallen. So ein bisschen immer. Oh ja, um diese Tür aufzubrechen, wäre gewaltige Kraft nötig. Okay, haben wir jetzt natürlich nicht so sehr. Da ist Lyrium-Ader schon wieder. Hier ist nix. Dann gehen wir wieder dahin. Zack. Rüstung durchtrennen. Mächtiger Schlag hinterher. Und dann hat sich das erledigt. Zack. Aufschlag. Und bam, ist umgefallen. So, bei der Lyrium-Ader können wir jetzt nichts machen, oder? Boah, wo kommt ihr denn alle her? Und nochmal damit auch noch einen Ender, ja. Zack. Und zack, und Shatter-Shing. Ja, wir kommen immer weiter. Und nochmal ein Schlag, ja. Mächtige Schwingung. Ja, kein Wunder, warum das Spiel dann, glaube ich, ab 18 gewesen ist, ne? Ah, noch 10 Minuten ungefähr. Okay, da kommen wir nicht durch. Da ist ein bisschen warm. Oh. Oh, der Schwung hat ihn noch gekriegt, oder? Ja, hol ihn rein da. Zack, genau. So, dann sind wir auf der Seite auch schon wieder durch. Kann sich die Ausdauer ein bisschen regenerieren. Ein bisschen gucken, aber ich glaube, wir haben keine negativen Sachen gerade. Das ist das Gute, wenn wir außerhalb des Kampfes sind, dann erholen sie sich eigentlich relativ schnell. So. Auch nichts. Muss das da an den. Doch, das Mauseloch sein, oder? Also da kommen wir nicht hin. War das auch nicht? Nee, 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 wir müssen zum Mauseloch. Man kommt ein bisschen durcheinander, weil man hier denkt, das geht hier irgendwo weiter. So, hier wäre, denn wir müssen rechts, rechts und dann wäre das Feuerchen hier, ne? Hier ist das Feuer, dann kommen wir nicht vorbei. Also müssen wir jetzt wieder zurück, müssen zum Mauseloch und müssen da dann gucken, ob wir da durchkommen. Also hier wäre viel Kraft nötig, das heißt, ein anderer Zauber muss da irgendwie denn sein. Kommen wir dann zum nächsten Mauseloch? Nimm erstmal das hier. Essenz der Klugheit. Oh, Moment, plus ein auf Klug. Wow, nice. So, mein Notebook geht gleich aus. Ob es schlau war, sich als Ratte zu verkleiden, ist natürlich eine ganz andere Farbe. Es war Maus, aber die ist so riesig, dass ich sagen würde, ist eine Ratte. So, oh, wir sind jetzt innerhalb des Feuers. Oh, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Achso, ja, kommen wir wieder. Macht das gar überhaupt nichts aus, ne? Das zu brennen. Das macht den wirklich nichts aus. So, hier ist eine Tür. Und da ist eine Tür. Okay. Gehen wir nochmal den einen zurück. Ich glaube, das ist denn da, wo dann da auch gleich brennt. Genau. Aber sowieso nicht weiter.
Oha. Oh, das macht er auch. Du fieser. Und dann schwingen wir aber mit der Keule da. Aber bam. Jetzt nochmal einen in die Fresse. Und so auch nochmal. Und bam. Okay, dann kriegst du in die Fresse. Und ja, das war's schon. Gut. Jetzt bleiben wir kurz stehen, damit wir sehen. Da mal wieder ein Mauseloch. Ich muss ein bisschen darauf achten, dass ich mich denn richtig regeneriere, sonst bin ich wieder zu stürmisch und krieg. Mach das dann wieder falsch. So, jetzt Mäuschen. Oh. Ja, mach du mal. Was ist denn hier los? Oha, die hauen echt gerade rein, ne? Der wird wohl ein Wundumschlag hier. Ein Wundumschlag. Haha, ein Wundumschlag. Schwing die. Schwing das Schwert, obwohl eine Axt vielleicht besser wäre. Alter, das kann doch nicht sein. Was ist denn los hier? Sind hinter der unzerstörbaren Tür. Ich gebe euch meine Weisheit. Sie lässt euch sehen. Und jetzt erwache ich. Oh, Weisheit. Weisheit? Das heißt, in der Geistgestalt bist du besser gegen Zauber gewappnet, gleichzeitig aber anfälliger gegen körperlichen Schaden. Andersrum wär's doch wohl. Darüber hinaus siehst du Dinge, die normalerweise nicht im Nichts verborgen sind. Alles klar. Oh, Mist. Das wollte ich gerade gar nicht. Ich hatte ja noch das Mauseloch. Da wollte ich noch einmal ganz kurz rein. Bin natürlich gerne sehen, was da nämlich gewesen ist. War nämlich der eine. Genau. Oha. Achso. Hier ist leider nichts mehr gewesen. Was ich sehr, sehr schade finde. Aber vielleicht ist hier was. Was ich vorher nicht gesehen habe. Er hat ja irgendwie was, ne? Also hier kann ich dann eisige Umarmung, zermalmendes Gefängnis und dann kann ich auch noch Regeneration benutzen für mich selbst. Hat ja schon was. Und bleibt sogar noch. Das ist gar nicht mal so übel. So. Ja, da haben wir das Podest. Genau. Das hatten wir vorhin. Essenz der Willenskraft. Das war vorhin im ersten Bereich. Ja, Willenskraft. Massive Tür. Um die Tür aufzubrechen, gewaltige Kraft notwendig. Okay, das können wir dann nicht machen. Aber wir können jetzt die Tür dann nochmal aufmachen und da mal gucken, was da noch ist. Wenn ja immer für Türen öffnen und gucken, was da ist. Ja. Gespeichert. Alter Schwede.
Oha, oha. Also wenn gespeichert wird, bin ich ja kein Freund von. Und ich immer denke, da kommt gleich was Böses. Na. Cheng. Und da haben wir noch einen. Zack. Zack. Boah, verfehlt. So, dann schnell in die Geistergestalt. Nicht. Machen wir da noch weiter. Oh ja, gut. Da sehe ich ja, hier komme ich sowieso nicht.